Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Ich bin heute in Time und es geht direkt los. Der hier vor uns hat total viel Zeit insgesamt, deswegen wird der auch gute Sachen haben. Da habe ich jetzt schon mal ziemlich gut Rüstung und muss mir noch ein Schwert kaufen. Oder allgemeine Waffe. Da ist jemand mit Waffen und dann kann ich eigentlich schon direkt Leute jagen. So, jetzt habe ich aber kaum noch Zeit, ne? Okay, eine Minute. Das ist vollkommen okay. Okay. Einen haben wir. Und der hier hat auch gerade gekämpft. Aber haut ab. Ich verfolge mal den dann. Hallo, Zander. Oh, nein. Er haut aber auch ab. Verdammt. Ich brauche gleich Essen. Deswegen könnte es sein, dass ich ihn nicht komplett verfolgen sollte. Ja. Ich helfe jetzt mit ihm. Ohne Limit. Ah. Immer dieses Abhauen. Es wird knapp. Aber geschafft, zum Glück. Okay, dann ziehe ich das an. Und er hatte auch, doch, er hatte Kekse, aber sonst nichts zu essen. Gut, dann springe ich jetzt, glaube ich, mal in den Kanal. Und gucke, ob ich da irgendwas zu essen finde. Damit ich ordentlich heilen kann. Weil mit Keksen ist er, glaube ich, nicht so gut. Da war ein Gegner. Aber der verfolgt mich nicht. Hier war irgendwo... Wo ist denn der? Hier ist irgendwo ein Händler. Der verfolgt mich. Das ist nicht gut. Oh, verdammt. Ich versuche mal hier runter zu gehen. Oh, da ist was zu essen. Ohne Schaden zu bekommen. Sehr gut. Okay, der ist da oben. Gut. Dann nehme ich mal die Axt hier. Ist nämlich besser. Zieh den Helm an. Und dann warte ich, bis ich geheilt bin. Ich habe noch 2 Minuten. Das ist auf jeden Fall nicht so viel. Dann kann ich mir eigentlich eher nichts kaufen. Momentan. Okay, er haut ab. Dann versuche ich ihn jetzt zu töten. Vielleicht will er zum Händler da. Ne, will er nicht. Läuft einfach so weg. Jetzt ist er im Wasser hängen geblieben. Das ist mal fies hier. Oh, jetzt lag es kurz. Wenn man im Wasser hängen bleibt. Oh, da kommt der nächste. Das ist Zander von eben, oder? Glaube ich. Oh nein. Oh Gott. Das war knapp. Und er ist noch echt nah hinter mir. Okay, das wird jetzt nicht so einfach. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss jetzt irgendwie da hoch. Ohne dass er mit hochkommt. Okay, das war dumm von ihm. Weil hier kommt er nicht an mich ran. Hallo! Ich glaube, das geht nicht. Ich hoffe es. Los, geht drumherum. Tu es! Das geht ja da ganz rum. Komisch. Na gut, dann kann ich auch wieder gegen ihn kämpfen. Aber ich hau erstmal ab, glaube ich. Und gehe in die Mitte. Denn ansonsten werde ich auch bald an der Zeit sterben. Soll ich nur die Uhr raus? Und ich habe auch jetzt... Doch, ich habe noch Brot und Karotten. Dann passt das. Okay, auf in die Mitte. Ich habe noch 53 Sekunden. Das ist etwas wenig.
Aber es gibt Zeit in der Mitte. Und da ist auch ein Gegner. Dann warte ich jetzt mal hier. Habe ich einen Kompass? Nee. Okay, da ist jemand. Oh, jetzt ist er in seiner eigenen Spinnenwebe. Ich habe noch eine Minute und da ist ja auch jemand. Und sie kämpfen. Dann mache ich jetzt was. Ich ziehe das Ding mal an. Da ist auch jemand. Ja, macht ihr mal. Ich warte in der Mitte. Da war auch jemand. Dann versuche ich jetzt mal mit ihm zu kämpfen. Oh, das ist Zander. Alter. Oh, jetzt wäre ich fast da reingefallen. Aber zum Glück nicht. Der teilt gut aus mit seinem Dia-Schwert. Oh, ich habe noch 35 Sekunden. Ich kann versuchen... Muss er was essen? Nee. Ich kann versuchen, seine Zeit zu klauen. War das er? Die Zeit ausgegangen ist? Das war er! LOL! Okay. Dann nehme ich das doch gerne. Sein Dierschwert. Da hat er zu hoch gepokert. Er hätte in die Mitte laufen müssen. Gut, dann gehe ich in die Mitte. Und warte. Okay, da ist jemand. Oh, jetzt muss ich aufpassen, weil... Er ist gestorben an der Zeit. Er hätte genauso aufpassen müssen. Weil ich ihm jetzt die Zeit geklaut habe. Er hatte nämlich auch nicht mehr viel. Okay, habe ich einen Kompass? Nee, hier ist aber ein Kompass. Dann nehme ich mir den. Habe ich Flint? Nee. Okay, 224 Blöcke, das ist weit weg. Du hast gewonnen. Yeah! Wahrscheinlich ist er zu weit weg. Okay, ich versuche ihn zu töten. Er hat noch 40 Sekunden, also das kann er locker noch schaffen. Also von überall auf der Map kann man, glaube ich, mit 40 Sekunden noch zum Spawn kommen. Ich habe auch nur 34, muss ich auch aufpassen. Da ist er. Kommt er jetzt da hinten lang? 10. Na gut, schafft er nicht. Dann gewinne ich mit 10 Sekunden. Aber wenn er lügt, dann 2, 1, okay, da habe ich gewonnen. Na gut, sonst wäre es auch für mich noch knapp gewesen. Aber gut, dann war es das mit dieser Runde in Time. Bin ich aufgestiegen? Ne, bin ich nicht. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.